Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich mal etwas Eigenwerbung machen. Wir, Sven und ich, haben ein Linux-Forum gegründet. Das Ganze nennt sich Linux Talk. Das möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Wenn ihr bei mir auf dem YouTube-Kanal seid, findet ihr auf der rechten Seite so einen kleinen Button Linux Talk. Hier könnt ihr einfach draufklicken, um in das Forum zu gelangen. Unter Kanalinfo habe ich den Link ebenfalls eingeführt. Und mit viel Glück, ich nenne es jetzt mal so, falls ich das in meinem fortgeschrittenen Alter nicht vergesse, setze ich den Link auch immer unter das Video. Gehen wir nochmal zurück, klicke ich hier auf Linux Talk und ihr werdet von der Startseite begrüßt. In diesem Forum, wir haben das jetzt aufgegliedert nach verschiedenen Distributionen. Unter aktuelle Videos lade ich dann immer einen Tag vorher das aktuelle Video hoch, schreibe noch einen kurzen Kommentar dazu. Unter Anwendungen und Standardprogramme, eben alles was Office-Pakete anbelangt, Standardprogramme, auch grafische Oberflächen. Hier habe ich mal ein kurzes Video verlinkt zu GNOME 43. Unten habt ihr dann unter Diskussion, Feedback, Fehler und auch Wünsche könnt ihr uns mitteilen. Und der letzte Eintrag, Kaffee, Smalltalk. Hier kann jeder mit jedem über alles diskutieren oder sich austauschen, ganz wie ihr das gerne hättet. So, rechts oben finden wir den Button Anmelden und Registrieren. Wenn ihr euch schon registriert habt, dann reicht hier der Benutzername und das Kennwort oder hier auf Benutzerkonto erstellen. Dann kommt eine kleine Haftungsbeschränkung und so weiter, die müsst ihr akzeptieren. Dann könnt ihr euch einen Benutzernamen auswählen, E-Mail-Adresse vergeben, Kennwort vergeben und dann hier unten Ich bin kein Roboter anklicken, anschließend auf Absenden klicken und ihr seid dann registriert. Jetzt wechsle ich mal zu meinem Account. Bei mir sieht dann die Startseite schon etwas anders aus. Hier oben den Button, den könnt ihr umschalten. Ich hoffe, das funktioniert bei euch auch. Und zwar unter Einstellungen Privatsphäre gibt es hier den Eintrag Stile. Unter Stile Standard, dann Absenden. So sieht es standardmäßig aus. Sven hat hier den Button Redline eingefügt. Wieder auf Absenden und dann kommt der Linux Talk. Das Logo an sich ist zwar animiert, das gefällt mir sehr gut. Im Ganzen weiß ich noch nicht, ob das so bleibt. Müssen wir uns noch absprechen. Okay, unter Avatar könnt ihr euer eigenes Logo hochladen, einfach ein Bild dann auswählen von eurem PC oder Laptop und dann auf Absenden wieder klicken. Wenn ihr standardmäßig eine Signatur verwenden wollt, könnt ihr hier auch eine anlegen. Schaut das Ganze einfach mal durch. Gehen wir wieder zurück auf die Startseite oder auf Foren. Und wie schon erwähnt, hier sind erst ein paar Einträge vorhanden. Das ist noch nichts Besonderes. Wir haben jetzt im vergangenen Wochenende erst damit begonnen, das Ganze aufzubauen. Also bitte ich euch, noch etwas Geduld zu haben. Ihr könnt jederzeit schon Einträge kommentieren, neue Einträge erstellen, beispielsweise zu Ubuntu oder Ubuntu-basierenden Distros. Hier einfach auf ein neues Thema klicken, den Namen oben eingeben und hier könnt ihr reinschreiben, was ihr möchtet. Bei Dateianhänge könnt ihr auch Grafiken hochladen. Es gehen aber auch Dateien, wenn sie als ZIP-Datei gepackt wurden, mit der maximalen Größe von 2 MB. Also ich denke, das ist auch ausreichend für einfache Grafiken und so weiter, reicht das definitiv aus. Smileys könnt ihr dann einfügen, eine Umfrage könnt ihr starten. Also ich finde das Ganze sehr gut, möchte mich hier auch ausdrücklich nochmal bei Sven bedanken, dass er das Ganze betreibt. Obwohl ich am Anfang ziemlich unschlüssig war, ich habe noch keine Ahnung, wie viel Zeit das Ganze kostet, wie viel Zeit wir hier investieren müssen. Schauen wir mal, wie das Ganze anläuft. Wir hoffen, euch gefällt das auch und ihr nehmt das Ganze auch an, würde uns sehr freuen. So, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen oder hören uns im Forum wieder.